Um ein Zeichenprogramm wie AutoCAD zu benutzen, ist es absolut unerlässlich, ein gutes Verständnis von Koordinatensystemen zu haben. Deshalb mein erster Tipp für heute: Schauen Sie dieses Video an und probieren Sie alles selbst aus, so oft, bis Sie alles aus dem FF können. Wie Sie bestimmt von der Schule noch wissen, sind Koordinaten so nach einem gewissen Muster definiert. Und zwar, wir haben zwei Achsen, so wie hier zu sehen. Die X-Achse, was horizontal verläuft, und die Y-Achse, was vertikal läuft. Das heißt, dass wenn wir Koordinaten eingeben, die erste Zahl ist immer die X-Richtung, positiv nach rechts, negativ nach links, dann ein Komma und dann die nächste Zahl ist die Y-Richtung, positiv nach oben, negativ nach unten. Zur Wiederholung, erst X, links oder rechts, dann Y, oben oder unten. Positiv ist nach rechts und oben, negativ nach links oder unten. So, das ist das Erste, was man im Sinne behalten, dieses Koordinatensystem. Wenn man Zahlen aber eingibt, entweder mit der Maus oder in der Befehlszeile, muss man auch wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen kartesische Koordinaten, das sind die zwei Zahlen, oder Polarkoordinaten, das ist, wenn man einen Anfangspunkt hat und dann nur eine Länge und ein Gradzahl. Dann muss man über die Bezug der Koordinaten denken. Absolut bedeutet einfach die Zahlen, so wie in diesem Weltkoordinatensystem, wo hier immer 0 ist, das ist immer die X-Richtung, das ist immer die Y-Richtung. Darüber reden wir später, wenn es darum geht, ein Benutzerkoordinatensystem zu definieren. Aber es gibt auch Relativkoordinaten, so zum Beispiel die Koordinaten von einem Punkt relativ zu dem letzten Punkt. Um das vorzuzeigen, dass Sie wirklich sehen können, was damit gemeint ist, lass uns eine Linie zeichnen. Die erste Frage ist natürlich, von wo? Ich kann zwei Punkte einfach wählen mit dem Maus. Das hilft uns aber nicht, wenn wir präzise Zeichnungen machen wollen. Das lösche ich dann gerade weg. Wir sagen zum Beispiel, wir wollen eine Linie zeichnen vom Punkt 0,0. Ich gebe das einfach ein, 0,0. Vergessen Sie das nicht. Bestätige mit Enter, mit der Eingabetaste. Und dann sollen wir die Ende diese Linie definieren. Ich kann einen Punkt x-beliebig mit dem Maus wählen, mit Linksklick. Aber ich möchte unbedingt, dass diese Linie von 0,0 auf 1000,000 gezeichnet wird. Das kann ich einfach so eingeben. 1000,1000. Bestätige mit Eingabe und da haben wir eine Linie von 0,0 bis 1000,1000. Was ist aber, wenn wir nicht wissen, welcher Punkt unser Endpunkt definieren sollte? Ich mache noch eine Linie, auch von 0,0. Das kann ich aber mit der Maus und der Fangpunkt-Endpunkt wählen. Diesmal, ich weiß nicht, welcher Punkt die Endpunkt sein sollte. Ich weiß nur, dass diese Linie 1 Meter lang sollte. 1 Meter lang mit einem Winkel von 30 Grad. Das gebe ich so ein, die Länge zuerst mit dem weniger Zeichen. Sagen wir, dass wir eine Gradzahl jetzt eingeben und dann tippe ich einfach die Nummer 30. Man soll dabei nicht den Gradzeichen verwenden. Einfach die Gradzahl, bestätige mit Eingabe und dann haben wir unsere Linie von 0,0 auf einen Punkt, was sich ergibt von dieser Eingabe Länge 1000, Gradzahl 30. Hier sehen Sie, dass ich etwas klarer dargestellt habe, wie das funktioniert mit den Winkeleingaben. Positive Richtung ist gegen die Uhrzeigerichtung. Negative Richtung ist Uhrzeigerichtung. So, das ist 45 Grad hier, vom horizontal gemessen.
135 Grad, 225 Grad. Negativ wäre das minus 45, minus 135, minus 225 Grad. So, das sind absolute Koordinaten. Was ist aber mit Relativkoordinaten gemeint? Relative Koordinaten haben immer noch etwas natürlich mit dem Koordinatensystem zu tun, weil das ist eine Grundlage, was absolut konstant bleibt. Aber vielleicht verwenden wir nicht absolute Koordinaten, indem wir sagen, gut, Punkt 500, 500, Punkt 1500 und so weiter, sondern wir sagen, relativ zu dem letzten Punkt möchte ich etwas definieren. Zum Beispiel, wir haben eine Linie, das haben wir vielleicht schon gezeichnet, von 00 bis zu Punkt 1000, 1000. Die nächste Linie, Endpunkt, ist unwichtig. Wir wissen nur, dass es von diesem Punkt, diesem letzten Punkt, ein Meter in der positive X-Richtung ist. Das zeichnen wir so mit dem Zeichen at. At 1000, keine Änderungen in der X-Richtung. Dann sage ich 0, bestätige mit Eingabe. Und da haben wir eine Linie, was ein Meter nach rechts gezeichnet worden ist von diesem Punkt. Und dieser Relativbezeichen, dafür verwendet man den at-Zeichen. So at 1000, 0. Und das funktioniert genauso mit Winkelangaben. Ich zeichne noch eine Linie von diesem Endpunkt und ich sage at 1000 mm, dann mit dem Wenigezeichen, Gradzahl minus 30, bestätige mit Eingabetaste. Da haben wir von diesem Punkt aus gesehen eine Linie 1000 mm lang, minus 30 Grad vom Horizontal. Und das hat mit diesem Nullpunkt hier dann nichts zu tun.